Hallo liebe Fitnessfreunde, hier ist wieder euer Spiros und bevor wir diesen Vlog beginnen, habe ich mir gedacht, starten wir doch einfach gleich mit dem Thema des Videos, nämlich was kann man tun, um Muskelmasse nicht zu verlieren? Das ist nämlich so eine der Fragen, die ich sehr oft begegne oder die mir sehr oft gestellt wird von sehr vielen Leuten, die mich anschreiben. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal drei Tipps geben, was man gegen Muskelverlust tun kann. Und starten wir auch gleich mit dem ersten Tipp. Und Fakt ist, solange ihr natürlich euren Körper weiterhin ganz normal trainiert, gibt es natürlich für unseren Körper keinen Grund, Muskelmasse zu verlieren. Bedenkt einfach, dass der Körper Muskeln verliert oder Muskeln quasi wegwirft, ab dem Zeitpunkt, wo er merkt, er braucht sie eigentlich gar nicht mehr. Wir wissen ja, Muskelmasse ist nicht wirklich das, was der Körper hauptsächlich halten möchte oder wirklich großartig aufbauen möchte, da diese natürlich im Ruhezustand Kalorien verbrennen. Und entsprechend, sobald er merkt, dass er quasi diese Muskeln nicht mehr braucht, weil sie einfach nicht mehr arbeiten, weil sie keine Arbeit mehr haben, weil sie einfach nicht mehr Gewichte stemmen müssen, fängt er an natürlich die Muskulatur abzubauen. Und solange wir natürlich auch weiterhin anständig trainieren, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass wir Muskeln abbauen werden. Denkt allerdings daran, natürlich, wenn ihr aufhört zu trainieren und je länger ihr nicht trainiert, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper langsam anfängt, Muskeln abzubauen. Allerdings müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr mal ungefähr 7 Tage lang nicht ins Training gehen solltet, da wird der Körper wirklich kaum Muskulatur abbauen. Man sagt so in der Regel, ab so ungefähr 2 Wochen beginnt der Körper quasi langsam abzubauen. Und auch hier wiederum langsam. Das heißt nicht, dass ihr nach 2 Wochen oder nach spätestens 3 Wochen alle Muskeln abgebaut habt, die ihr jemals aufgebaut habt, sondern in kürzen, kleinen Schritten baut er Wochen über Wochen, bis ihr dann ungefähr nach 4, 5, 6, 7 Monaten mehr oder weniger in eurem alten Zustand zurückgekehrt seid. Macht euch also keinen Stress, wenn ihr mal einige Tage zum Beispiel nicht trainieren könnt, aus welchen Gründen auch immer. So schnell baut der Körper seine Muskelmasse wiederum auch nicht ab. Der zweite Tipp hat natürlich was mit Ernährung zu tun. Und solange wir hier unserem Körper weiterhin die wichtigen Nährstoffe ihm zuführen, vor allem Eiweiß, denn Eiweiß ist der Baustein der Muskulatur, wird er natürlich auch hier wiederum keinen Grund haben, Muskeln abzubauen. Das heißt also, sorgt dafür, dass ihr weiterhin dem Körper genügend Eiweiß zuführt, nämlich die Menge, die er auch braucht. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr aus irgendeinem Grund Muskeln abbaut. Das Ganze funktioniert natürlich nur in Kombination mit Tipp Nummer 1. Das heißt also, ihr könnt nicht sagen, ich gehe jetzt einfach nicht mehr trainieren oder noch sehr, sehr selten, führe aber meinem Körper genügend Eiweiß zu und behalte entsprechend die Muskulatur. Wir müssen also weiterhin sorgen, dass der Körper trainiert wird, aber natürlich auch, dass er die entsprechenden Nährstoffe, vor allem das Eiweiß, zugeführt bekommt. Und dann müssen wir uns auch hier wiederum keine Gedanken darüber machen, dass der Körper aus irgendwelchen Gründen Muskeln abbaut. Auch hier wiederum gilt, auch wenn ihr mal eure Eiweißzufuhr nicht erreichen solltet, auch wenn ihr mal einige Tage lang nicht genügend Eiweiß zu euch führen solltet, müsst ihr euch hier wiederum keine Sorgen machen. Auch hier beginnt erst der Körper nach einer bestimmten Zeit, nach einer bestimmten, ich sag mal langen Zeit, Muskeln abzubauen, wenn er nicht wirklich genügend Eiweiß bekommt. Beim dritten Tipp geht es eher so ein bisschen in die Richtung, wo die meisten Leute Angst haben, dass sie Muskelmasse verlieren, nämlich in der Diätphase, also da, wenn man versucht, Körperfett zu verlieren. Und das ist eigentlich so die meiste Frage, die mir gestellt wird, nämlich was kann man tun, wenn man es vermeiden möchte, dass man in einer Diät Muskelmasse verliert. Fakt ist, solange sich euer Körperfettanteil in einem gesunden Rahmen befindet, zumindest für euren Körper gesunden Rahmen, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr Muskelmasse, die ihr vorher aufgebaut habt, auch verlieren werdet. Als einfaches Beispiel, sagen wir mal, ihr habt ungefähr einen Körperfettanteil von 16%. So, und ihr geht jetzt runter auf 12%. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier auf irgendeine Art und Weise großartig Muskeln verlieren werdet, ist gleich 0. Solange ihr natürlich entsprechend trainiert und auch entsprechend ihr euch ernährt, weil einfach der Körper genügend Reserven zur Verfügung hat, um diese Muskelmasse zu halten.
Anders sieht es natürlich aus, wenn ihr von 16% auf 6% runtergehen wollt. Da werdet ihr sicherlich in der Anfangszeit kaum Muskelmasse verlieren. Aber sobald ihr in einen sehr geringen Körperfettanteil kommt, werdet ihr natürlich auch mit der Zeit Muskelmasse verlieren, weil der Körper irgendwann bei einem sehr, sehr geringen Körperfettanteil in den sogenannten Notstandmodus umschaltet, wo es quasi um ihn nur noch ums Überleben geht, beziehungsweise er sich natürlich vorm Verhungern schützen möchte, weil Fett sind ja seine Reserven und wenn er sieht, dass die Reserven quasi mehr oder weniger ausgehen, versucht er natürlich seinen Körper zu schützen und da wir ja wissen, dass Muskulatur nichts wirklich etwas ist, was er braucht und was natürlich in diesem Moment ihn gefährdet, wird er auch irgendwann natürlich sich entscheiden müssen zwischen Überleben und Muskeln und euer Körper denkt natürlich nicht so wie ihr und er wird sich sicherlich nicht für die Muskeln entscheiden. Also wird er auch irgendwann die Muskeln abwerfen, wenn euer Körperfett, ich sag mal so, ab unter 10% beginnt so langsam der Modus, wo sich der Körper entscheiden muss. Okay, jetzt wird es langsam sehr kritisch, 8%, 7%. Da könnt ihr natürlich davon ausgehen, da werdet ihr keine großartigen Muskelmassen, die ihr vielleicht vorher aufgebaut habt, halten können. Egal wie gut ihr trainiert, egal wie hart ihr trainiert und egal wie viel Eiweiß ihr eurem Körper zuführt. Das heißt, man kann natürlich auch hier sagen, jeder, der eine anständig gute Strandfigur haben möchte und die befindet sich ja meistens im Körperfettanteil von 10-12%, das sieht schon sehr, sehr gut aus, der muss sich überhaupt keine Sorgen machen, dass er jetzt irgendwie großartig an Muskelmasse verlieren wird, solange ihr natürlich den Körper weiterhin anständig trainiert und auch anständig Nahrung zuführt. So Leute, kleines Update zu meinem Training. Ich habe jetzt eine Woche pausiert. Ich hatte das, glaube ich, nur auf Snapchat erzählt. Und ab morgen beginnt quasi mein nächster 12-Wochen Trainingszyklus. Ich hatte im letzten Plan so ein bisschen den Fokus auf den Oberkörper gesetzt. Ich habe dann den Oberkörper quasi zweimal die Woche trainiert. Das war also vor allem, was Brust und Schultern anging. Teilweise auch den Rücken. Jetzt werde ich ein bisschen meine Trainingsmethode ändern. Ich werde die Frequenz erhöhen. Ich werde da ein bisschen was anderes ausprobieren. Das heißt also, den Oberkörper jetzt sogar dreimal die Woche trainieren. Es sind weiterhin 5 bis 6 Trainingstage. Das, was für mich jetzt einfach neu sein wird, und ich werde erstmal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Ich bin eigentlich ein sehr großer Fan von High-Intensive-Training, also hohe Intensität im Training zu fahren, quasi den Körper mehr oder weniger zu zerstören, vor allem was Beine angeht. Und entsprechend werde ich jetzt quasi so ein bisschen das Gegenteil machen. Dadurch, dass ich natürlich auch die Frequenz erhöhe, ist das nicht mehr möglich. Das Ganze hat was mit Regeneration und Training zu tun. Das heißt also, ich werde jetzt natürlich nicht immer bis ans äußerste Versagen gehen und werde mal schauen, wie das mein Körper verarbeiten wird, zu welchen Erfolgen das führen wird und wie zufrieden ich dann quasi in den nächsten 3 Monaten oder am Ende der nächsten 3 Monate sein werde. Ich werde nochmal in einem anderen Video nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, was das Thema Trainingsfrequenz angeht, also wie oft kann man wirklich in der Woche trainieren und wie man das herausfinden kann. Aber das soll jetzt nicht irgendwie großartig das Thema sein. Wie gesagt, eine Woche habe ich jetzt Pause gemacht, um mich quasi vom letzten recht intensiven Trainingsplan zu erholen. Ob man das machen muss, muss natürlich immer jeder für sich selber entscheiden. Das ist eine individuelle Sache. Allerdings finde ich, dass man vielleicht, ob man das jetzt alle 3 oder 4 Monate machen muss oder nur einmal im Jahr, aber man sollte sich ab und zu mal überlegen, vielleicht dem Körper ein bisschen Pause zu gönnen. Tut einem auch ganz gut und nein, ihr werdet keine Muskelmasse verlieren. Und wenn das sein sollte, ja, in Klammern gesetzt, habt ihr die Muskeln innerhalb von 2-3 Tagen wieder zurückgeholt, nachdem ihr quasi wieder mit dem Training begonnen habt. Also ich bin gespannt, wie sich die nächsten Tage anfühlen werden, wenn ich wieder ins Training einsteige. Ich werde auch mal gucken, wie das mit den Beinen sein wird, denn ich habe gemerkt, wenn ich die Beine mehr als einmal die Woche trainiere, bekomme ich sehr schnell Knieprobleme. Das liegt auch da, hat auch was damit zu tun, dass ich natürlich in meinem Job sehr viel stehe und auch teilweise Cardio machen muss und auch da halt die Beine belaste.
Und das vereinbart sich leider nicht so gut mit öfters Krafttraining für die Beine in der Woche. Wenn ich da so merken sollte, wieder die Beine, die machen da nicht so ganz mit, dann werde ich wahrscheinlich das Beintraining nur wieder auf einmal die Woche reduzieren. Aber gut, wie gesagt, ihr seht, das sind so Sachen, die muss man dann wirklich für sich selber herausfinden. Also nur weil jemand sagt oder wenn jemand euch den Plan gibt und sagt, du musst so und so trainieren, ihr merkt aber, das funktioniert nicht so ganz oder euer Körper macht das einfach nicht mit, aus welchen Gründen auch immer, weil ihr vielleicht auch nicht dafür geschaffen seid, dann müsst ihr das auch entsprechend natürlich dann verändern oder beziehungsweise anpassen. Ich habe mal hier einen kleinen Esstipp für euch und zwar habe ich letztens was entdeckt. Es gibt bei Lidl so eine Serie für Veganer, heißt hier My Best Veggie und ja, die haben so einige Produkte, aber interessanterweise haben die auch hier zwei Sachen, die ich für mich entdeckt habe, und zwar einmal diese vegetarischen Bällchen und einmal das vegetarische Hackfleisch. Vegetarische Bällchen schmecken richtig gut von den Werten her. Wir haben hier 3 Gramm Fett, 12 Gramm Kohlenhydrate, 17 Gramm Eiweiß, also auf 100 Gramm 150 Kalorien. Schmecken richtig gut, also probiert sie mal aus. Aber noch krasser ist dieses vegane oder vegetarische Hackfleisch. Und zwar hat das auf 100 Gramm nur 99 Kalorien, also 0,9 Gramm Fett, 2,5 Gramm Kohlenhydrate und 19,7 Gramm Eiweiß. Also eine richtige Eiweißbombe mit fast 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Also nicht nur was für Veganer, sondern auch für Leute, die halt auch Fleisch essen, kann ich definitiv empfehlen, schmeckt sehr gut. Ich muss sagen, ich bin generell sehr fasziniert über diese veganen Produkte, die ja, dem Fleisch recht nahe kommen, was den Geschmack angeht. Oder ich sag mal anders, die richtig gut schmecken und man jetzt nichts irgendwie rausschmeckt im Sinne von Soja oder was halt sonst alles drin ist. Probiert es also definitiv mal aus. Am Ende des Videos nochmal etwas in eigener Sache, und zwar ich arbeite momentan daran, einige Sachen in den nächsten Monaten online zu bringen. Unter anderem hauptsächlich natürlich Sachen, die euch quasi es einfacher machen sollen, eure Ziele zu erreichen. Also ich versuche euch natürlich so weit es geht dort zu supporten. Und das Ganze fängt mit einem Newsletter an, der wahrscheinlich so ab Anfang, Mitte nächsten Monats online sozusagen gehen wird. Für diesen Newsletter könnt ihr euch jetzt schon mal anmelden. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung oder den blende ich auch des Öfteren mal in der nächsten Zeit in den Videos ein. Der führt einfach direkt auf meine Homepage, die ist noch in Bearbeitung. Oder mehr oder weniger, die existiert noch nicht wirklich richtig. Das Einzige, was existiert, ist einfach dort, das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ihr drauf geht, exfitness.de. Einfach nur das Newsletter-Formular, wo ihr euch einfach für den Newsletter anmelden könnt. Was erwartet euch? Ihr werdet nicht nur einfach sinnlos zugespammt, keine Angst, sondern ihr bekommt da wirklich wöchentlich verschiedene Tipps aus dem Bereich Muskelaufbau, Körperfettreduktion, was mit Diäten zu tun hat, Training, Ernährung und so weiter und so fort. Ich habe mir da sehr viele Sachen einfallen lassen. Es wird unter anderem auch Videos geben, die nicht auf YouTube veröffentlicht werden, also die nur ihr quasi sehen könnt. Es wird auch kostenlose Trainingspläne geben, die ich da veröffentlichen werde. Ich werde dort hauptsächlich nur noch mehr oder weniger, oder es wird auch dort unter anderem auch Gewinnspiele geben, weil dort kann ich dann auch mehr sehen, wer mich dann auch wirklich supportet und wer nicht. Und ich finde es einfach nur gerecht, wenn die Leute, die wirklich da mich richtig supporten und mich da feiern, auch halt die Sachen bekommen, die ich da ja verlose. Wie gesagt, es sind ganz viele Sachen, die euch dort erwarten, hochwertiges Material, Sachen, die euch auf jeden Fall weiterbringen, und das Ganze ist natürlich kostenlos. Ja, also ihr könnt den Newsletter kostenlos abonnieren, wenn ihr nach 3-4 Mal sagt, okay, ist jetzt nichts für mich oder nichts Informatives für mich dabei oder ich habe nichts davon, ich würde das mehr oder weniger in meinen Spam-Ordner werfen, dann könnt ihr euch auch einfach abmelden und dann hat sich die Sache auch erledigt. Ja, also ihr habt eigentlich nichts zu verlieren, außer natürlich nur gewinnen. So, das war's aber von mir.
Wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr euch da anmeldet. Ansonsten nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen haben sollte, vergesst euer Like nicht. Vergesst auch nicht, einen Kommentar dazu lassen. Es freut mich immer, wenn ich Kommentare lesen kann von euch. Wenn ihr auch Fragen habt, ich versuche sie immer schnellstmöglich zu beantworten. Also, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Kommt schon, Jungs. Wer von euch hat das noch nie gemacht? Ja, man lässt sich dann immer überraschen, wenn man die Decke hochmacht und dann kommt ein sehr unangenehmer Geruch. Das ist so ein bisschen wie so ein Unfall.